Moin, willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es ist nicht zu windig. Hoffentlich sieht man auch irgendwas von mir. Aber ich sehe gar nichts, aber ja, egal. ja. Keine Ahnung, ob ihr davon was mitbekommen habt. Das ist keine Werbung auf jeden Fall. Keine Werbung, ich wurde dafür nicht bezahlt. es gibt neue Kaugummis. Also die gab es schon mal. Hier diese Hey-Kaugummis von Moritz. Ich mag die YouTuber allerdings. ja. Und ich habe erstmal alle Sorten. Hier. Alle Sorten. Also, was? Spearmint, Wassermelone, warte. Tropical und Wassermelone. Tropical habe ich schon einmal probiert. Ich habe die heute gekauft. Also, ich musste die. Ich habe aber nur eine Sorte probiert. Und Spearmint. Weil ich habe die beim letzten Mal, wo es die gab, habe ich die gekauft. Das Einzige, was ich noch nicht probiert habe, ist Wassermelone. Und wir fangen gleich mit Wassermelone an. Man sieht hier auch ganz frisch verpackt. Also ich muss das erstmal aufmachen. Okay, jetzt kann ich es aufmachen hier. Dieses Band erstmal abmachen. So, das ist jetzt erst. Okay, ich mache das jetzt das erste Mal auf. Okay, die sehen irgendwie krass aus, so lila hier. Man sieht auch total gut aus. Die sind so lila irgendwie. Ich hole mal einen raus. So sehen die aus. Hoffentlich sieht man auch sowieso irgendwas. Wir machen den erstmal zu. Oh, das ist halt laut. Und ich bin gerade auf dem Balkon, also nicht, dass ihr euch wundert. Und dieses Netz, was ihr seht, der weiß, ich habe Katzen. Und wir wollen nicht jetzt über den Balkon springen. Ich muss euch mal gucken, jetzt was zeigt. Meine Katze ist schon mal. Ja, jetzt zeige ich mir, glaube ich, ein bisschen zu viel. Egal, ich zeige euch nur das hier. Meine Katze ist schon mal von so einem Balkon runtergesprungen. Also genau aus diesem Balkon ist sie rausgesprungen. Man hat sich nichts gebrochen und nichts verstaucht. Ja. Und wir hatten, glaube ich, da schon das Netz. Ich weiß nicht mehr ganz, aber ich. Baby, Alter. Okay, ich mache jetzt komplettes Thema einfach anders. Okay, so, wir fangen jetzt damit an. Oh, ich bin echt aufgeregt. Ich habe wirklich nur noch nie probiert. Ja, ist lecker. Also, ja, die könnte man öfter essen. Sie ist so richtig frisch. Also wie ob du so eine frische Melone gerade isst, die so richtig kalt ist. Mir ist kalt. Also die ich habe eine Idee. Wir essen die, wenn ich alle einmal probiert habe, dann esse ich die alle zusammen. Alter, wir gucken, wie das schmeckt, Alter. Ja. Ich würde eine 9 von 10 geben, die ist echt geil. 9 von 10. Widerlich. Okay, ich probiere jetzt Spearmint. Ja, Spearmint, okay. So, auch ganz neu verpackt, müssen das erstmal wieder aufmachen. Boah, Alter, das ist abgebrochen hier so. Das ist dann dieses Band hier ab. Also so. So, das machen wir jetzt auch wenn ich Spearmint schon mal probiert habe. Oh, egal, ich probiere es für euch nochmal. Oh, ups, hoffentlich sieht man das nicht, weil es gerade 10% Akku. Also hier ist jetzt auch wieder so richtig blau halt. Ich finde das geil. Boah, ja, scharf, aber ich liebe scharf. Ich habe einmal schon einer aus meiner Schule, der hat einmal schon eine Chili mitgenommen. Ich habe mir die abgekauft und komplett gegessen. Irgendwie war mir danach richtig schlecht. Also danach wird man halt auch nicht mehr krank, glaube ich zumindest, weil ich glaube, im Rachen sind da die ganzen Bakterien abgetötet.
Leute, ich habe die in der Hochpause gegessen. Da lag dann, ich habe dann schon so richtig gesabbert, weil es übel scharf war. Nur ich habe so gedacht, am Anfang, das ist ja wie eine Paprika. Ich versuche mal weiter. Und dann möchte ich, okay, jetzt bin ich am Kern angekommen und dann ging es richtig ab. Spearmint würde ich, also jetzt ist die Sternebewertung. Die haben halt den Geschmack geändert, glaube ich, weil ich hatte ja schon mal Spearmint und die hat ganz anders geschmeckt. Ja, also ich würde auch eine 9 von. Ja, okay, ich würde Wassermelone eine 10 von 10 geben und Spearmint eine 9 von 10. Finde ich ganz gut. So, warte mal, ich habe noch einmal Tropical. Warte mal kurz, ich habe ja noch einmal Tropical. Ja, ich muss den kurz holen. Okay, bin wieder da. So. Also ich habe mir kurz jetzt noch den Kaugummi geholt, den ich noch hatte. Aber ich muss ja jetzt nicht noch einen nehmen. Also hier. Hier ist er. Okay. Ja, also ich würde Torwicke auch eine 10 von 10 geben, weil ich finde es einfach geil. Bin ich wieder durch. Okay, jetzt nehme ich Wassermelone hier. Tropical, Spearmint. Also diese Kabel. Das Tropical habe ich ja schon einmal probiert. Heute. Und ja, das Band ist noch drin, noch habe ich weggeschmissen. Also eigentlich merke ich da nur Tropical raus. Also doch, eigentlich ist es schon lecker. Hat so einen riesen Kaugummi, der nur nach Tropical schmeckt. Es kommt langsam Spearmint und Melone raus, ja. Also ich finde es voll geil. Ich würde das würde ich alte Stimme, was gibt bald diese Kaugummis mit allen Sorten. Auch alle gemischt. Also die ist ja eigentlich mein. Also die habe ich ja gerade selber erfunden. Aber also alle gemischt habe ich erfunden. Die anderen mal Moritz erfunden. Schmeckt da ja nach Melone und Spearmint. Ja, also da würde ich die schmeckt echt viel nach Tropical. Ja, da gebe ich eine 9 von 10. Auch wenn ich mir das gerade selber ausgedacht habe. Ja, wir haben alle Sorten. Spearmint, Wassermelone und Tropical. Boah. Okay, und ja. Also ich finde die Kaugummis ganz gut, würde ich mir, also sind für mich so meine Lieblingskaugummis. Ich finde die echt gut. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, ciao.